Herzlich willkommen. Jetzt sind wir nochmal jung in den 80ern. Kassettenrekorder an und los geht die Party. Denn dieses Jahrzehnt ist für uns Jugendliche ganz schön aufregend. Alles neu, unser Motto. Musik to go. Auf jeden Fall. Oh, wir sind damals so individuell und rebellisch. Auch was unseren Look angeht. Ich will ein Außenseiter sein. Ich bin Individuum, nicht uniformierte Masse. Für mich sind die Haare das Wichtigste. Das Aussehen der Haare. Ach ja, die Haare. Wir sehen damals so. Oder so, oder auch so aus. Ja, das alles sind die 80er. Das Jahrzehnt der pastellfarbene Lederkrawatte. Ganz fürchterlich. Die 80er Jahre waren eine prägende Zeit, war eine bunte Zeit auf jeden Fall. Und natürlich, woran ich mich erinnere, ist Michael Jackson, 88 in Gelsenkirchen. Und ich glaube, ich sah auch so aus. So etwa? Und hast du auch so getanzt? Alles klar, wir verstehen. Ja. Wenn man ich kann es auch nicht. Die 80er haben gezeigt, dass du beides kannst. Du kannst Spaß haben und Gas geben, du kannst dich aber auch engagieren und auf eine Friedensdemo gehen. So schaut's aus. Samstagabend in der Disco, Montagmorgen auf der Straße und für den Frieden und gegen Atomkraft demonstrieren. Das sind die 80er. Weiße Taube auf Blau, das ist für mich Kindheit. Ja, wir hatten die auch zu Hause. Wenn man in den 80ern jung gewesen ist, dann nimmt man davon so ein Stück mit. Und vielleicht auch so dieses Rebellentum, das bewahrt man sich irgendwo so ganz tief drin. Und dann bleibt das da und dann ist man da auch jung. Das hat man immer noch. Ist das so? Genau das wollen wir wissen. Deshalb treffen wir die Punker, Beauty Queens und Skaterboys der 80er und finden heraus, ob sie auch heute immer noch für ihre Visionen brennen. Ihr seht schon, es ist sehr vielfältig. Stimmt. Deshalb vorwärts in die Vergangenheit. Sind wir noch einmal 90 Minuten jung in den 80ern. Okay, ihr 80er-Jahre-Fans da draußen. Jetzt müssen wir ganz stark sein. Denn eins ist doch wohl klar. Wir sind damals ziemlich schräg unterwegs. Vor allem optisch. Getreu dem Motto, darf's ein bisschen mehr sein? Mehr Schminke, Mode, Haare. Ja, visuell gesehen sind die 80er auf jeden Fall anders. Wie die nächsten Bilder eindeutig belegen. Bitteschön, Jugendkultur der 80er in Perfektion. Das ist toll, überall glitzert das, wo man hinguckt, überall glitzert das halt. Und man nimmt sich also von vielen Stars manche Sachen heraus und die steckt man halt zusammen. Die ganzen Stars steckt man zusammen und hat man also seine eigene Person daraus. Du kriegst sofort gute Laune. Es ist nicht, irgendwie hat man das Gefühl, die fühlen sich ja wahnsinnig attraktiv. Sind sie natürlich, eigentlich sind sie. Klar, sind doch die 80er. Die 80er sind meine Teenie-Weenie-Jahre. Die sind einfach ganz fest verankert im Herzen. Und da ist immer ganz viel Musik, Mode und komische Dinge. Echt? Komische Dinge? Bravo Girl des Jahres. Sich selbst komplett darstellen zu können. Das, was in einem selbst im Inneren vorgeht, auch nach außen hin zeigen zu können. Egal, was man tut, man muss es gut machen, man muss es verdammt gut machen. Man muss den anderen Leuten zeigen, was heißt den anderen Leuten, eben dem ganzen Rest. So, Jungs, schaut her, das bin ich. Nur ich selbst. Das hat man ja sozusagen wirklich gelebt. Da hat ja eine ganze Generation von Friseuren nur und Friseusinnen nur von der Popmusik gelebt. Die mussten auch die Bravo abonnieren, ja, damit die wissen, sie wussten, was jetzt dran ist. Ich möchte aussehen wie Sandra. Okay. Oh ja, so wie Sandra wollen wir Mädels damals doch alle aussehen. Und die Jungs wie ihr Ehemann Michael Cretu. Sandra. Das Paar, hier beim Ansehen des Covers für die erste Sandra-LP, ist zusammen mit Modern Talking der zurzeit erfolgreichste Act im deutschen Showgeschäft. Dieser Umstand erinnert an die Frühzeit des Disco-Sounds, als Fly Robin Fly und Silver Convention eine erste Identität der deutschen Popmusik und zugleich deren ersten internationalen Beitrag stellten. Maria Magdalena, da, 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 da. Maria Magdalena. Die ist doch großartig. Sandra, oder? I never been. Da bin ich jetzt zu Hause, da bin ich da. Das sind so Pop-Hits, das finde ich super. Mach mir noch eins davon, bitte. Sehr gerne, Elena.
Und im Sandra-Style haben wir uns dann ins Samstagabend-Nachtleben gestürzt. Natürlich nicht ohne die beste Freundin oder den besten Freund im Schlepptau. Denn auf einmal hat es überall diese Großraumdiskos gegeben. Unser Platz, um Spaß zu haben. Aber nicht ohne das perfekte Styling. Ja, so haben wir damals ausgesehen. Bedeutet das eigentlich jetzt für euch, wenn ihr hierher kommt in die Disco, sich ein bisschen extra fein machen? Schon, ja. Für den Abend, wo ich herkomme, mache ich mich schon extra fein. Wie bereitest du dich denn da zu Hause vor? Was machst du da? Ja, erstmal schicke Klamotten und halt Make-up und sowas. Was ich ja sonst tagsüber eigentlich nicht mache, aber wenn ich hinkomme, schminke ich mich schon ein bisschen. Man hat Dauerwelle getragen, ja, so à la Kylie Minogue und dann auch gerne mit so einem Pinsel oben. Es gab natürlich dann auch mal die Gerüchte an der Schule, dass ich Dauerwelle hätte, aber das war ja völlig klar, weil meine wuchs ja nie raus. Bei den anderen sah man immer so, wie die Lok gerade Etage tiefer ging und dann bis dann die nächste reingeknallt wurde. Ja, die Dauerwelle ist definitiv unsere größte Modesünde in den 80ern. Und wer ist alles dabei gewesen? Mädels? Jungs? Natürlich, so lange Haare, Dauerwelle, ich sehe Granate aus. Ich rede jetzt in der heutigen Jugendsprache, würden die Jungen, ey, du siehst echt Granate aus, Mann. Das ist voll super. Guck dir das an, wie die Alte steil geht. Wir verstehen dich, Elena. Mein Look in den 80er Jahren war natürlich Metal, ja, das heißt lange Haare, Mittelscheitel, ja, und Lederjacke, ne, und Jeans, ne, Denim and Leather, ja, und dann aber irgendwann gegen spätere 80er, ich muss es leider zugeben, Fokuhila, ja, also das ist heute unvorstellbar, ja. Aber es war leider so. Ja. Berührt mich heute noch manchmal auf alten Fotos. Diese sehr extrem ausgestellten Sachen oder Mini-Pli oder Fukuhila bei Männern. Gut, ich habe, aber wie gesagt, ich war ziemlich schnell auf dem Weg, so eine Frisur zu kriegen. Deshalb war das für mich sowieso nie ein Thema. Und wie sieht es mit diesen unfassbaren, wie soll man das nur beschreiben, modischen Männer-Highlights aus? Schick. Und, Frank, bist du vielleicht hier zu Hause? Mode war für mich einfach kein Thema. Ich war ja immer der Jeansjackentyp und ich habe genau die Jeansjacke auch. Ich muss sagen, diese auch sehr weit geschnittenen Ärmel von diesen Jeansjacken, die sehr hell, also heller Jeansstoff, das war wichtig. Und da waren so ganz viele Sachen dran, die wurden dann hier so festgemacht. Und das war extremst wichtig. Ich krieg's aber jetzt gerade gar nicht hin. Sven, nur mal bei dir saß die, glaube ich, ein bisschen vorteilhafter. Es spannt leicht in den Schultern. Aber nur in den Schultern. Und außerdem ist das gute Stück ja auch aus einem früheren Leben. Aber wir stellen mal wieder fest, auch in den 80ern hatten eher wir Mädels einen Klamottenfimmel. Ich finde die heutige Mode schön, weil man sich eben verrückt anziehen kann. Ziehen Sie gerne verrückt an? Ja, sicher. Warum? Um eben aufzufallen, um nicht so zu sein wie die anderen. Ich kann mich erinnern, dass ich ein Kopftuch, also ich hatte meine Haare so hochgesteckt, wie eine Dame aus einem Video, wo sie in Italien unter Brücken mit einem Bötchen fährt und hatte dann ein neongrünes Tuch vorne zu einer Schleife geknotet. Und die Dame heißt Madonna. Die darf hier natürlich auf gar keinen Fall fehlen. Die Pop-Ikone der 80er. Und auch hier sind wir Jugendliche wieder sofort spontan verliebt. Und nicht nur in die Musik, auch in den Look. Madonna Doubles All Over the World. Beeindruckend, was Madonna leistet. Sie ist nur so jung und es ist immer wieder Wahnsinn. Ob im Fernsehen oder live, die ist immer toll. Was fasziniert dich an Madonna? Eigentlich alles. Das Aussehen, ein Charakter, eigenwillig. Das gefällt mir. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht hat, aber die hat uns junge Frauen angesprochen. Also erstmal rotzfrech, das entsprach einfach meiner Persönlichkeit, meinem Gefühl, mir konnte man halt auch nicht wirklich viel sagen. Und die war halt quasi so die Repräsentantin, die uns gezeigt hat, du kannst feministisch sein, du musst aber nicht so aussehen.
Und du musst auch nicht Männer aus deinem Leben verbannen. Und da kam endlich mal eine Frau, die mir gesagt hat, ja, natürlich geht das. Warum war denn Madonna eine Feministin? Man könnte doch meinen, ja, die macht doch Sex Sells. Hat sie ja. Aber sie hat als eine der ersten Frauen im Pop-Business Selbstbestimmung gelebt. Ich habe sie mal getroffen in Hamburg und da war sie am Anfang, die wirkte richtig schüchtern. Ja? Und sie hatte damals ein Buch rausgebracht, das hieß Sex. Und da waren ziemlich heftige Fotos drin, so Fetischfotos. Und meine erste Frage war nicht irgendwie, Mensch, dein neues Album ist so toll, sondern ich habe gefragt, ob das ihre privaten Fantasien sind, die da in dem Buch abgebildet sind. Da wurde sie fast rot. Man will es ja gar nicht glauben bei Madonna, ja? Und sagt sie, nein, nein, sie hätte da eine andere Person quasi angenommen und das ist nicht sie, ja? Okay, ob wir das wirklich glauben wollen? Habe ich alles gemacht, kann ich alles. Dann habe ich in den 80ern in der Köburg, das willst du genau hören, im Käfig getanzt und habe eine Flasche Sekt. Und ich habe auch im Rheingoldsaal in Düsseldorf auf dem Käfig getanzt und bin jeden Samstag dahin. Und dann kam der Spot, meine Liebe, und dann hat das Publikum gegrölt. Und da wusste ich, da bin ich zu Hause. Dann bleiben wir doch noch ein wenig in deinem Zuhause. Denn die Disco ist in den 80ern doch unser aller Zuhause. Hier gibt's das volle Entertainment-Programm. Ach ja, Samstagabend in unserer Lieblingsdisco. Immer was los. Und in den 80ern gerne auch mal ganz bestimmte Wettbewerbe. Miss Germany-Wahl 1984. Im Hinterzimmer einer Hamburger Diskothek warten 7 Kandidatinnen auf ihren Auftritt bei einer der über 100 Vorauswahlen. Das Prinzip, wer gewinnt, darf bei der nächsten Wahl wieder mitmachen. Im Idealfall bis zur Endausscheidung zur Miss Germany. Auch die 22-jährige Brigitte Bergs aus Mönchengladbach trimmte sich für den bundesdeutschen Schönheitstitel. In ihrer Stammdiskothek hat sie 1984 gleich 3 Misswahlen gewonnen. Die nächste Etappe ist nun der Wettbewerb um den Titel der Miss Nordrhein-Westfalen. Das war auch damals, war das Miss Germany und sowas zu werden, oder Miss NRW, das war wirklich noch was. Ist die Miss Germany auch geworden? Das verraten wir noch nicht. Nur so viel. Das hier ist erstmal die Wahl zur Miss NRW 1984. Und der ganz große Auftritt der Brigitte Bergs aus Mönchengladbach. Hübsche junge Frau, muss man sagen. Hammer. Hammer, nein, er ist doch so. Diese Frisur. Ja, aber die würde heute auch noch sehr weit. Ja, absolut. Dann. Und die Ohrringe war auch, ja, ja, klar, auch total größer und besser. Musste klar, da baumeln. Es musste baumeln. Ja. Hübsch. Kurven auch vor allem. Da sind noch Kurven. Ist ja dann später gar nicht mehr. Leider. Doch in den 80ern gibt's dafür jede Menge Punkte. Und eine Siegerin. Brigitte Bergs. Da freuen wir uns auch 35 Jahre später noch mit. Die 22-Jährige holt sich den Titel und es soll nicht der einzige bleiben. Jetzt wollen wir aber wissen, wie geht es unserer Miss NRW von 1984 heute? Ich finde es super spannend, ne? Was 35 Jahre später aus Leuten wird, wie sie aussehen, ob sie noch gesund sind, ob sie gut drauf sind, ja klar. Brigitte, zeig dich. Genau, Brigitte. Einmal durch die Zauberkugel, bitte. Ich bin Brigitte Lanza, Miss Germany 1984. Für mich bedeuten die 80er Jahre einfach eine tolle, unbeschwerte Zeit mit viel Freude, Spaß und irrer, toller Musik. Oh, siehste? Super. Ist doch schön zu sehen, dass man sich nicht gehen lassen muss, nur weil man fast 60 ist als Frau, ne? Schlank, attraktiv, jung, vital, wunderbar. Da wurden schon die Weichen gelegt und die Dauerwelle ist weg. Ich habe das Gefühl, ich sehe da einfach einen ganz anderen Menschen. Und das Styling, naja, heutzutage kommt das natürlich nicht mehr so gut rüber, aber damals war man natürlich hip. Das ist klar. Also ich glaube, modemäßig und mit meiner Dauerwelle, meinen Strähnen, war ich ganz weit vorne auf jeden Fall. Klar,
Du bist die perfekte Miss NRW gewesen. Und deshalb auch heiße Kandidatin auf den Titel der Miss Germany 1984. Welche Erwartungen verbindet sie mit der Teilnahme an der Miss Germany-Wahl? Letztes Jahr habe ich mitgemacht, weil ich mir da Chancen ausgerechnet hatte. Ich habe mir die Miss Germany mal angesehen, habe ich gesagt, ja, das wirst du bestimmt auch schaffen. Ich hoffe natürlich, dass ich gewinne. Ich glaube, das hofft jedes Mädchen, das da mitmacht. Ich glaube, dass blonde Typen so bevorzugt werden. Weil eine Miss Germany ist blond, glaube ich. Das ist ja einmalig. Ja toll, da war es ja. Eine Miss Germany ist blond. Aber ja, ziemlich naiv noch im Alter, würde ich so heute sagen. Das würde ich jetzt heute etwas anders interpretieren. Ich war selber immer auch wahnsinnig schüchtern. Vielleicht habe ich gerade das gemacht, um mich einfach auszuprobieren und zu verbessern und mutiger zu werden mit all dem, was ich mache. Ich sag mal, schau der Angst ins Gesicht und du wirst sehen, du brauchst keine Angst zu haben. Und jetzt kommen wir zur Miss Germany 1984. Sie heißt Brigitte Bergs und ist die Miss Nordrhein-Westfalen. Miss Germany, ja, Entschuldigung, das ist ja heute, ist das ja gar nicht mehr, aber das war ja damals ein wirkliches Ding. Sie ist Miss Germany. Brigitte Bergs aus Mönchengladbach. In dem Moment, wo der Herr sagte, Miss Nordrhein-Westfalen, wupp, mein Herz blieb stehen. Und mir liefen auch Tränen runter, weil es gingen auch so viele Emotionen, also, die sich angestaut haben. Man entspannt plötzlich, ja, es ist alles vorbei. Ja, das war ein toller Moment in meinem Leben und den werde ich auch nie vergessen. Egal, was man macht. Einfach trauen, machen, tun, weil man hat viele Möglichkeiten. Man darf keine Angst haben. Das ist ganz wichtig. Und das passt ja voll zu den 80ern. Denn damals haben wir uns ganz schön viel getraut. Unser Marsch ist eine gute Sache. Denn Anfang des Jahrzehnts ist die Nation ziemlich friedensbewegt unterwegs. Vor allem wir Jugendlichen. Politikverdrossenheit bei vielen noch ein Fremdwort. Wir erobern kein fremdes Gebiet. Unsere Hände sind leer, die Vernunft ist das Gewehr. Und die Leute verstehen unsere Sprache. Alle marschieren wir gegen den Osten. Nein, marschieren wir gegen den Westen. Nein, wir marschieren für eine Welt, von Waffen nichts mehr hält, denn das ist für uns am besten. Ich kriege immer eine totale Gänsehaut, wenn ich das sehe, weil ich denke, boah, Wahnsinn. Und diese Menschenketten erinnere ich auch aus den 80ern. Demonstrationen, sich an der Hand halten, mit Lichtern irgendwo stehen, so für eine eigene Sache eintreten, das war wahnsinnig. Ja, vor allen Dingen dieses live bei Weltpolitik dabei sein. Ich war in der Schule, hatte damals Schwerpunkt Geschichte und wir waren so mittendrin mit Cruise Missile und Pershing und auf einmal waren wir so... Wir hatten das Gefühl, wir können selber, wir waren noch klein, aber wir können tatsächlich was verändern. Wenn ich das Potenzial, was an Raketen und atomarer Zerstörung da ist, sehe, dann habe ich einfach Angst erstmal. Und aus dieser Angst heraus überlege ich mir, was kann ich machen, um diese Angst, um diese Gefahr, die einfach ständig über mir droht, zu verringern. In den 80er Jahren gab es eine ganz interessante Atmosphäre, gesellschaftspolitische Themen waren auf dem Tisch. Du, das ist ganz einfach. Ich lebe hier im Westen und deswegen muss ich mich hier wehren und nicht in Moskau. Heute Mittag 5:05. Der fast 15 Kilometer lange Menschenstern in Bad Godesberg zwischen den Botschaften der Atommächte war zustande gekommen. Die Demonstranten legten sich auf den Boden, symbolische Opfer eines Atomkrieges. Ja, Atomkraft, nein, danke. Ja. Das war das Thema. Und so lief man da rum. Man wusste auch, warum. Man will keine Atomkraft. Dafür haben dann viele von uns im Oktober 81 demonstriert. 300.000 Menschen sind in Bonn dabei. Der Auftakt einer Massenbewegung, die zwei Jahre später auch in Bonn ihren Höhepunkt hat. 1983 kommen hier im Hofgarten 500.000 Menschen zusammen, um der ganzen Welt zu zeigen, so geht's nicht weiter. Immer mehr, hoffentlich immer mehr, denn nur so haben wir so rum.
Sogar Bundeswehrsoldaten sind mit dabei, sagen ihre Meinung, trotz Demonstrationsverbot. Und mittendrin, da unten im Gewühl, damals Eva Quistorp, eine junge Frau von Niederrhein. Auch sie kämpft für Frieden und gegen Atomkraft und setzt sich vehement für die Rechte der Frauen ein. An diesem Tag im Oktober bringt sie das alles zusammen und ergreift mutig das Wort auf der Bühne. Die Frauenbewegung beschränkt sich nicht auf den Protest gegen neue und moderne Waffensysteme, sondern sie stellt den Rüstungswahn und den Männlichkeitswahn grundsätzlich in Frage. Manchmal würde man ja gerne wissen, was aus den Leuten von damals geworden ist. Und die interessiert mich. Ja, das würde mich wirklich sehr interessieren. Sie sieht auf jeden Fall so aus, wie die Ökos in den 80ern aussahen. Ich bin Eva Quistorp, ich stamme vom Niederrhein und ich habe die Friedensbewegung und den Koordinierungsausschuss hier in Bonn mitgegründet und die drei größten demokratischen Demonstrationen der Bundesrepublik mitorganisiert. Und ich bin jetzt 74 Jahre alt. Hat sich ja kaum verändert. Dieselbe Frise, ein bisschen buntere Sachen hat sie an. Ist ja lustig. Ja, man muss sich vorstellen, die ganze Wiese war proppevoll. Es war aber eine sehr friedliche, entspannte Stimmung, aber proppevoll mit Menschen. Und das ging ja bis hier hinter die Baumreihen, das ging bis zum Rhein runter. Eine irrsinnige Menschenmasse, aber freundlich und fröhlich. Es war also ein Bündnis zwischen Anti-Atom-Bewegung, Frauenbewegung, Anti-Atom-Waffenbewegung, Friedensbewegung, Gewerkschaften, viele Stadtteilgruppen. Es war eigentlich sowas wie ein Aufbruch in ein liberaleres, weltoffeneres Deutschland damals. Ideologie ist sie gefolgt, ihr ganzes Leben. Sie hat ja nichts abgelegt. Also sozusagen, sie hat ja immer zu dem gestanden, so kommt mir das, wie sie ist. Was ja was ganz Tolles ist, das habe ich ja nicht. Zu mir gestanden immer, wie ich bin. Ja? Also sie sah ja vor 40 Jahren genauso aus wie heute. Frauen haben allen Grund, Alarm zu schlagen und Krach zu schlagen. Das habe ich gesagt. Nicht nur am Frauenwiderstandstag. Ich muss sagen, stark. Total stark, was ich gesagt habe. Ich bin begeistert. Ich habe das richtig gesagt, Wahnsinn. Na, ich finde es lustig, dass sie da so drauf guckt und sagt, ach, das war ja ich. Als ob sie jemanden sieht, der quasi, als ob sie selber nicht dabei gewesen wäre. Dass man es dann doch schon, also schon cool, was sie so gemacht hat. Ja, weil manchmal denkt man ja auch, boah, das habe ich jetzt wirklich so gesagt. Den Mut habe ich wirklich so gehabt. Den Hintern in der Hose zu haben, da auf die Bühne zu gehen, ja, vor tausenden Leuten und zu sagen, so und so ist das, wir brauchen mehr Gleichberechtigung. Ich musste darum kämpfen, dass auch genug Frauen und auch welche, die was mit der Frauenbewegung zu tun hatten, überhaupt reden. Aber die Musik hat ja eine ganz eigene Kraft und darum bin ich wirklich froh, dass wir so eine Spannbreite gezeigt haben. How many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will he take until he knows? The answer, my friend, is blowing in the wind. Und ich habe mich immer so als Brücke zwischen den Prominenten und der Basis verstanden. Und dann auch immer ein bisschen geguckt, ist denn auch wenigstens eine Frau dabei, die hier was sagen kann. Und ich kann mich erinnern, dass ich damals noch viel schüchterner war, also dass ich gar nicht glauben konnte, dass ich neben Heinrich Böll stehe, den ich ja im Schulunterricht gelesen hatte. Und dann neben so einem berühmten Menschenrechtler zu stehen, da war ich damals doch sehr schüchtern. In der Kultur und in der Musik habe ich versucht, mit anderen zusammen auch auszudrücken, dass sich was wandelt. Jetzt müssen wir streiten, keiner weiß wie lang, ja für ein Leben ohne Zwang. Oh, super. Ich kann leider nicht, aber es ist natürlich, geht sofort in den Körper. Können wir das noch ein bisschen weiter spielen? Ganz allein, wir gehen zusammen, ganz allein. Ist doch toll, oder? So ist das damals. Friedensfeste haben Hochkonjunktur. Friedlich zusammen für die gute Sache demonstrieren. Petting statt Pershing, unser Motto. Weißt du, Taube auf Blau, das ist für mich Kindheit. Ja? Wir hatten die auch zu Hause. Weißt du, was ich krass finde? Es ist doch aktueller denn je. Das stimmt. Ja, und vielleicht kommt auch nicht nur Fridays for Future Klimabewegung, vielleicht kommt auch so eine Friedensbewegung wieder, weil eigentlich bräuchten wir es.
Ich habe gelernt, dass das Wort Reform und Kompromiss ist kein Schimpfwort mehr für mich. Ich war ja früher so radikal, dass ich Kompromisse und Reform, ich wollte radikal sein. Aber man kann gute und kluge Kompromisse machen. Also nicht sozusagen nur mit der Faust in den Kampf gehen, sondern auch stricken und häkeln und verbinden. Und uns manchmal gemeinsam freuen. Und gefreut haben wir uns in den 80ern definitiv auch. Vor allem, weil wir so viel ausprobieren konnten. Denn einige hatten einfach keinen Bock auf Protest. Plötzlich bestimmen auch sie die Szene. Popper. Ihr Motto? Anpassung statt Protest. Schöne Haare, teure Klamotten, gutes Benehmen. Alles Spießer oder was? Was heißt das denn, ein Popper zu sein? Also erstmal sollte man sich gut kleiden. Also Popper sind ja gut gekleidet. Man sollte sich versuchen, gut zu benehmen. Tja, und da muss man auch sagen, dass es solche und solche Popper gibt, die einfach das Popper-Dasein übertreiben und dadurch dieser Eindruck von Arroganz entsteht. So akkurat und spießig das vielleicht aussah, so säuberlich und fein, das hatte schon auch was, wir sind anders als unsere Eltern, definitiv. Ich bin von zu Hause jetzt eben so gehalten worden, dass ich immer anständig rumlaufe mit anständigen Klamotten. Dass ich nicht gerade aussehe wie der letzte Hänger. Ja, und ich glaube, dadurch kommt das eben, das prägt sich denn ein. Ne? Das kommt mehr von zu Hause als von mich selber. Ne? Das war mir schon alles sehr suspekt, ne? Mit dem eben gut anziehen. Ich fand manche Frisuren bei Mädchen fand ich toll, finde ich bis heute dann, ne? Vielleicht, weil es mich an damals erinnert. Wirklich ein Scheitel übers Auge fallen und sonst hinten kurz, Seitenscheitel. So sollte eigentlich jeder Popper rumlaufen. Du siehst in dem einen Auge gar nichts, ne? Nee, eigentlich nicht. Nicht so viel. Aber das nimmst du in Kauf. Meine Eltern sehen es gerne, wenn ich gegen die Tür laufe, weil ich nichts sehe. Ich konnte, wie gesagt, mit Korkenzieher nicht so mithalten, aber ich weiß, dass mich ein Mathelehrer mal gefragt hat, ob ich nicht meinen Pony schneiden möchte, weil ich hatte so 3 Korken vor den Augen und fand das natürlich toll und rebellisch, dass ich nichts sehe. Und er so, ich würde das nicht für immer machen, weil dadurch kriegst du einen Silberblick. Da fängst du an zu schielen und ich so, du spinnst ja wohl, das erzählst du mir doch nur. Und immer alle so hübsch gemacht und alle geduscht. Findest du nicht, alle sind geduscht? Da sind endlich alle geduscht, haben diese Ohrtöpfe und so Hosen und dann diese, schon schick. Naja, so ein echter Popper ist schon schnieke. Damals rennen jedenfalls ziemlich viele Jugendliche so rum, zelebrieren demonstrativ den Konsum. Getreu dem Motto, gesehen und gesehen werden ist des Poppers Glück auf Erden. Also es war in meiner Jugend das totale Schimpfwort. Du bist so ein Popper. Ja, aber es gab bei uns auf der Schule gab es auch so 2, 3 aus meiner Stufe mit ein paar darüber, die sich da schon sehr produziert haben und die das auch ganz gezielt als Laufsteg genutzt haben, die Pausen vor allen Dingen. Erste und zweite große Pause war immer ganz wichtig, sich da sozusagen sehr als Popper zu präsentieren, auch gegen die Punker, die es bei uns auch gab, die in so einem alten parkähnlichen Innenhof dann da an der Seite gelegen haben, um dem mal zu zeigen, wie es anders geht. Rivalisierende jugendliche Gruppen sorgten für einen Riesenkrawall. Es gab Prügeleien, es gab Verletzte, die Polizei musste schließlich hart durchgreifen. Hermannplatz, gestern Abend gegen 20 Uhr. 2 unterschiedliche Jugendgruppen, die Popper und die Punks, waren aneinander geraten. Poppers sind Jugendliche, die Wert auf ein gepflegtes Äußeres legen und sich nicht für Politik interessieren. Die Punks dagegen lieben die Subkultur und fallen oft durch bunt gefärbte Haare auf. Viele Frauen hier, gerade aus dem Apple und so, sind ohne Hosen nach Hause gekommen, ja, weil die Punks angekommen sind, da zieh deine Hosen aus und so. Naja, nicht direkt verhauen, vor 2 Wochen mal. Da kam hier so eine Horde Popperin und haben mir Terror drin geschlagen. Was haben sie denn gemacht? Haben hier mit Gas rumgeschossen und die Kneipe jetzt erwichs. Stühle und so kaputt gemacht. Also das haben wir aber nur getan, damit sie also merken, dass wir uns nicht alle gefallen lassen. Und wir wollten damit zeigen, also dass wir auch weit drauf waren, nicht dass wir immer nur einstecken. Hast du dich auch schon mit Punkern geschlagen? Ja, in Hubern haben sie mich überfallen, wollten sie mir die Ohren abschneiden und so. Da waren so 30, 40 Mann, die trauen sich ja bloß, wenn sie in einer Gruppe sind oder so. Werden die Auseinandersetzungen weitergehen?
Na, die werden bestimmt weitergehen und wir werden höchstwahrscheinlich auch am Endeffekt die Stärkeren sein. Die Medien haben das natürlich so ein bisschen aufgebauscht, ne? Quasi so den Krieg, ja, zwischen Punks und Poppern. Im Bravo war alles drin, da gab es nie eine präferierte Richtung. Ja. Man hat über Punk berichtet, man hat auch über die Popper berichtet natürlich. Ja. Die Sex Pistols waren im Bravo, die Toten Hosen waren im Bravo, aber auch Spandau Ballet und Duran Duran. Ja. Und ich war bei weder noch irgendwo zu Hause. Ne. Aber natürlich tendenziell eher bei den Punks als Rocker als bei den Schickimickis. Ne. Ganz schön viel los damals bei uns. Denn diese bunten Vögel gehören definitiv auch zur Jugendkultur der 80er. Punks. Ihre Haare sind gefärbt, manchmal tragen sie Ketten. Ihre Sprache ist provozierend, sie gelten als Schlägertypen. Okay, unsere Eltern konnten damit nicht immer was anfangen. Und dann wird auch noch das noble Düsseldorf, speziell der Ratinger Hof, zur Pilgerstätte dieser Bewegung. Die Ratinger Straße in der Düsseldorfer Altstadt an einem Freitagnachmittag. Noch ist es ruhig. Nach wie vor treffen sich hier Punks aus ganz Nordrhein-Westfalen, obwohl sie fast überall Lokalverbot haben. Hallo, warum Düsseldorf? Was ist mit Köln, mit Berlin, mit Hamburg, mit, ja gut, München. Aber warum Düsseldorf? Düsseldorf ist irgendwo Zentrum, war von NRW. Mhm. Und da das nun mal ein Zentrum ist, treffen sich die Leute auch hier, wa? Da ist eine Altstadt da, da gibt's genug Bier. Solange es genug Bier gibt, gibt es auch genug Prolls, die wir platt machen können. Ja. Ich konnte mit Punk überhaupt nichts anfangen in den 80ern. Auch das fand ich schmuddelig. Warum sind diese Ideen immer mit wenig Dusche verbunden? Das war vermutlich für manche Eltern noch gefährlicher als die Grünen, dann, die eine Partei gegründet haben. Ja. Dann diese Jungs und Mädels, die da mit wirren Haaren kahlrasiert. Stachelhalsband. Ich weiß noch, als ich als Kind an der Reinoldikirche entlang gegangen bin und dann saßen da immer die Punker mit ganz Hunden. Bunten, mit Hunden, mit so riesig hochstehenden Haaren und diese Stachelhalsbänder. Das hat mich immer sehr mitgenommen. So. Immer dabei, oh, die sind gefährlich, mit denen legt man sich nicht an. War vielleicht auch besser so. Denn Pogen, Prollen, Prügeln wird für einige Jugendliche plötzlich zur Lieblingsbeschäftigung. No Future, No Bock, No Papa, die Devise. Hauptsache Provokation. Wir scheißen auf die Scheißgesellschaft. Ich bin Punk, wa? Weil ich keinen Bock hab, genauso stumpf zu sein wie jeder Proll auch. Ja, und das ist doch alles kein Problem. Punk habe ich in den 80ern definitiv mitbekommen, weil es einfach so die Jungs so ein bisschen gelebt haben. Sie sahen so aus. Allerdings nicht ganz so extrem jetzt in meinem Umfeld, mehr so Richtung Billy Idol. Optisch. Ja, die Optik spielt damals eine große Rolle. Man gefällt mir total gut, aufzufallen so. Aber wo hast du das denn her? Du hast da irgendwelche Vorbilder? Ja klar, Billy Idol. Da muss man auch wirklich so ganz cool, geil, lässig so die Lippe hochziehen können. Ja, er hat ja auch die Haare blond gefärbt, ne? Ich habe damals versucht, meinem Bruder die ganz dunkelbraunen Haare blond zu färben. Es wurde so ein Rot daraus und meine Eltern kamen wieder aus dem Wochenende. Meine Mutter ist ausgeflippt. Geil. Aber der hatte schon irgendwie was. Der hatte Sexappeal, der hatte Power, der hatte Feuer im Hintern. Und das war schon cool. Hey, little sister, who's your Superman? Billy Idol kam ja aus der richtigen Punk-Szene aus England mit seiner Band Generation X und ist dann solo gegangen. Und seine Hits wie Rebel Yell, White Wedding oder auch Eyes Without a Face, das war natürlich dann so ein bisschen kommerzialisierterer Punk-Rock. Ja? Also, das war natürlich nicht so extrem wie The Clash oder die Sex Pistols. Die Sex Pistols aus London. Die Urväter aller Schmuddelkinder. Mitte der 70er bringen sie den Punkrock auf die Bühne und in die Clubs. Eine Revolution. Nicht nur in der Musik. Ein Angriff auf das Establishment. Und das kommt an bei der Jugend. Auch hier bei uns. Warum leben Sie so? Erstmal gefiel mir die Musik. Zweitens die Aufmachung.
Und drittens möchte ich mich nicht auch in die Gesellschaft eingliedern. Ich will ein Außenseiter sein. Ich bin Individuum, nicht uniformierte Masse. Und möchte auch so toleriert werden. Warum wird man Punk? Weil die ganze Gesellschaft viel zu einheitlich erscheint, der Weg viel zu vorgezeichnet ist auf die nächsten 50 Jahre. Und man versucht einfach erstmal auszubrechen aus der ganzen Geschichte und so eigene Wege zu finden. Auch wenn man vielleicht wieder in etwas ausgetretene Wege als Skin oder Punk reingerät. Aber man gerät nicht in die Wege rein, die schon 60 Millionen andere Menschen beschreiten. Wir sind anders und wir wollen es allen zeigen. Absolut. Haben wir den gefunden? Gibt's den? Könnte ich den mal sehen, wie der heute aussieht? Wahrscheinlich. Damals hat er die Finger in die Steckdose gesteckt, damit die Haare so sind, wie sie sind. Und heute sieht er vermutlich ganz brav aus. Bingo. Also ich heiße Karl Nagel. Und seit ungefähr 1981 spielt Punk für mich eine ziemlich große Rolle im Leben. Mal auf die eine, mal auf die andere Art und Weise. Und ich muss es immer wieder aufs Neue erfinden. Und immer wieder, das wird auch so weitergehen. Ach nee, brav ist er nicht. Nee, brav ist er nicht. Brav ist er nicht, aber sieht doch entspannter aus. Wie habt ihr die denn aufgetrieben? Ist doch unglaublich. Wie findet man denn einen Typen, der... Also, ihr seid echt irre. Klar, wir wollen halt wissen, wie hat die Jugend getickt in den 80ern? Und Karl Nagel aus Wuppertal hat sich damals ganz bewusst dafür entschieden, Punk zu sein. Wie dieser Fernsehauftritt in den 80ern eindrucksvoll beweist. Konservativ bist du auch insofern geworden, dass du jetzt nicht mehr arbeitslos bist, sondern gerade versuchst, dein Abitur nachzumachen. Ist das so der erste Weg zurück in die Bürgerlichkeit? Nee, so nicht. Also, das ist nicht daran, weil ich krieg dann BAföG. Und das ist immerhin bei mir über 700 Mark, ich noch eine Halbwaisenrente. Das ist immerhin eine ganze Ecke mehr Geld, als ich als Arbeitsloser gekriegt habe über 2 Jahre. Na gut, und bevor die mir zu sehr auf die Pelle rücken und mir doch einen Job andrehen wollen, naja, das war's. Also ich sehe lockerer aus, als ich mich gefühlt habe, ganz klar. Wenn ich mich so angucke, hat mir ja mächtig Mühe gegeben, möglichst kaputt rüberzukommen, was ich ja nie war, ohne Alkohol und so. Hatte damals einen halben Bart. Habe ich häufiger gehabt in irgendeiner Form. Manchmal auch halbe Frisuren, halbe Klamotten auch. Also verschiedene Outfits von links, rechts. Damit der von links kam, an mir vorbeigehen, sich nochmal umdreht, den anderen Typen zu sehen. Kriegt, hat mir viel Spaß gemacht. Wenn ich so nach Hause gekommen wäre, hätten meine Eltern schon komisch geguckt, noch mehr meine Oma. Ja, und da, meine Oma hat mich immer finanziell unterstützt. Wahrscheinlich hätte ich ja deshalb schon nicht gemacht. Warum ist er sozusagen so, da hat er versucht, so kaputt rüber zu kommen, obwohl das gar nicht war? Was ist so der Antrieb gewesen? Das bekommen wir raus. Dazu springen wir zurück in die 80er nach Wuppertal. Ruhig, beschaulich, nicht viel los. Von wegen. Anfang der 80er steht vor allem samstags Alarm auf dem Programm. Die Punker sind los. Sie protestieren gegen die neue Straßenverordnung der Stadt, die Obdachlose und Punks aus der Innenstadt verbannen will. Und Karl Nagel ist mittendrin. Als ich Punk wurde, war Punk noch in so einem Übergangsprozess. Man konnte sich irgendwo positionieren oder auch sich gar nicht für Politik interessieren. Solange man nur bereit war, überall ein Fragezeichen hinter zu machen und einfach zu überlegen, wie geht denn das? Ich drück mal auf den roten Knopf, mal gucken, ob es kracht. Und das hat mich damals an Punk angezogen. Und der Gedanke, so zusammen mit meinen alten linken Anarcho-Freunden zusammen die Stadt aufzumischen, der gefiel mir ganz gut. Und das war das Problem ja gerade, dass die Polizei das genau schlecht fand. Dass sich plötzlich zwei verschiedene Kräfte oder noch mehr Kräfte verbündet haben und hier plötzlich die Verhältnisse zum Tanzen gebracht haben. Das entsprach so damals zu meinem Traum. Und im Nachhinein hat es aber natürlich auch Punk gekillt, als unabhängige Sache. Er ist sich treu geblieben auf jeden Fall, ja. Und er hat immer noch die Punk-Attitüde, die er damals hatte, ne? Also das ist gut. Eigentlich wirst du ja nicht einfach nur Punk, sondern du bist es dann ein Leben lang, ja. Und das lebt er zumindest und das finde ich toll. Ja. Ja, das ist ja auch ein ganz wichtiges Gut, ne? Sozusagen, mir ist diese Freiheit so, so wichtig, dass ich auf alles andere pfeife. Die Frage ist, ob man es dann in dem Moment, wenn man es bräuchte, mit der Sicherheit, auch noch genauso entscheiden würde. Tja. Das weiß man ja nicht. Und Karl, jetzt mal raus mit der Wahrheit. Einmal Punk, immer Punk oder was? Eine Rente kriege ich natürlich nicht. Bin fast immer Freiberufler gewesen. Ich muss immer die Entscheidung neu treffen. Gehe ich doch lieber auf Nummer sicher, damit ich nicht völlig in der Scheiße hänge, wenn ich mal 70 bin oder so. Oder versuche ich weiterhin noch vorne im Leben drin zu bleiben, dass ich zumindest noch einen guten Tag habe, bis dann eines Tages die Scheiße auf mich zurollt. Und bisher entscheide ich mich doch jedes Mal einmal wieder für die erste Variante. Ich glaube schon, dass eine Zeit einen sehr stark beeinflusst. Und bei ihm ist es natürlich schon extremer. Aber es ist schön zu sehen, dass er
immer gegen den Strom geschwommen ist, weil das Seelenheil ist ja am Ende des Tages nicht kaufbar. So ist es. Und Anfang der 80er sucht die Jugend ganz besonders nach ihrem Seelenheil und nach neuen Idealen. Und findet sie in der Ökobewegung. Man zieht aufs Land, baut Gemüse an und ist ziemlich selbstgestrickt unterwegs. Da kann nicht direkt jeder was mit anfangen. Da sind keine Grünen, das sind Alternative. Ah ja, die wollen anders essen. Ja. Und was machen wir jetzt mit den ganzen Bewegungen? Auf jeden Fall beobachten. Wir haben ihn erkannt, den Trend der neuen Zeit. Wir leben auf dem Land und haben uns befreit. Ihr Leute in den Fabriken, ihr liegt doch ziemlich schief. Kommt her und lasst euch nieder und lebt alternativ. Siehste, genau das war das Öko-Image der 80er. Dieser selbstgestrickte norwegische Pulli und dieser Bart und etc. Aber für mich war immer klar, ich kann aussehen wie Madonna und trotzdem Öko sein. Für mich war das kein Widerspruch. Es hat in den 80ern aber noch nicht so richtig gegriffen, dass das beides geht. Ja, da ist was dran. Einem echten Öko-Janer ist das aber ziemlich egal gewesen. In Sachen Styling ist die Öko-Bewegung eher schlicht unterwegs. Hauptsache alles Natur. Und kämpfen für die Zukunft. Ich bin 21 Jahre alt und ich möchte auch in 50 Jahren hier noch leben können. Und ich halte das für unheimlich wichtig, dass besonders die jungen Leute sich bewusst werden, in was für einer Welt wir hier überhaupt leben. Schmeißt das Altpapier nicht weg, werft das Glas nicht in den Dreck, weil man draus was Neues machen kann. Sie singen ständig. Ich habe Bier getrunken, um den Regenwald zu retten. Ach komm. Ja. Ich war in meinen jungen Jahren jemand, der hin und her geworfen wurde von seinen Emotionen. Und die hatten immer mit Mädchen zu tun und mit Musik und dann mit Alkohol. Und da muss ich sagen, dass das bei mir eine größere Rolle gespielt hat als die direkte politische Aktion, obwohl ich 2 Jahre Schülersprecher war. Ne? Aber ich war immer für das alles viel zu emotional. Okay, Frank. Dann ist das hier bestimmt der emotionale Superclash für dich gewesen. 1980 gründen sich nämlich die Grünen, ziehen sogar 1983 in den Bundestag ein. Strickpulli statt Anzug. Turnschuh statt Slipper. Ja, darüber haben sich tatsächlich ziemlich viele aufgeregt. So wurden zunächst weder ein Vorstand gewählt, noch ein Programm verabschiedet. Ja, wenn man das aus dem Zusammenhang reißt, ist das natürlich fies. Ne? Da denkt man jetzt, das waren alles nur zugekiffte Idioten, die strickend und kiffend da gesessen haben. Aber fand ich total erfrischend und ungewöhnlich. Und wenn sich die richtigen Leute darüber aufgeregt haben, wie zum Beispiel mein Opa, dann musste da was Gutes dran sein. Wo ich mich bewegt habe, sagen wir mal auch als Kind, die haben alle die Grünen gewählt. Das war auch in, das war auch schick, die wollten auch was, das waren auch die Jungen, die haben das auch gewählt. Ja? Darüber hat man sich auch definiert. Es ist halt komplett neu gewesen. Genau wie die innovative Wahlwerbung der Partei. Guten Tag. Ich komme im Auftrag der Allgemeinheit. Ich soll hier bei Ihnen im Garten diese funkelnagelneue und todsichere Atomrakete aufstellen. Um Gottes Wille, sowas ist doch gefährlich. Geh jetzt bloß aus dem Weg mit dem Ding. Ich hab K bestellt, ich will auch K. Ja, was denn? Ich hab hier einen Lieferschein. Da steht es. Ist nichts mehr zu machen. Ja, das ist die Nachrüstung. Aber ist doch auch für Ihre Sicherheit. Welche Sicherheit? Wenn so ein Ding bei mir im Garten steht, fühle ich mich im Leben nicht mehr sicher. Ich nehme Ihnen das Ding nicht ab. Stell es doch bei sich selber auf. Was, bei mir? Schönen Dank, ich habe Kinder. Machen Sie damit, was Sie wollen. Krass. Das war ein Wahlwerbespot. Von heute aus gesehen sieht das alles immer ein bisschen skurril aus. Aber damals war alleine die Verbindung von Politik und Humor außerhalb von Kabarett dann schon einfach was Neues. Und das war absolut notwendig. Sensationell. Genau das hat uns Jugendliche der 80er angesprochen. Alles anders, alles neu. Und bitte auf gar keinen Fall leise sein. Protest ist damals unser zweiter Vorname.
finde es Wahnsinn, wie so unsere Jugendgeneration da aktiv war. Dass wir sozusagen auf der Straße waren gegen Raketen, gegen Atomkraft und gegen die Wohnungsnot, in welcher vielfältigen Art und Weise da demonstriert wurde. Ja, 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 leer stehende Häuser, Schlimmel gemieten, Wohnraumbesitzer sind wir, ja wir. Leer stehende Häuser, Schlimmel gemieten, Wohnraumbesitzer sind wir. Die haben immer gesungen dazu. Wir singen heute alle nicht mehr. Also hier, ich bin ab heute gegen Kaffeekapseln, weil zu viel Verpackungsmüll. ja, könnte vielleicht ein Hit werden. Damals müssen auf jeden Fall härtere Geschütze aufgefahren werden. Schließlich geht es um das Thema Wohnungsnot. Und das finden wir gar nicht lustig. Also werden Häuser besetzt, um sie vor dem Abriss zu schützen. Krawalle, Kampf und Chaos. Irgendwie kommt das aber nicht bei allen gut an. Komisch. Ja, als rebellischer Jugendlicher in den 80ern muss man schon hart im Nehmen sein. Doch die Leute im besetzten Haus riefen, ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus. Schmeißt doch endlich mit und fest und musch aus Kreuzberg raus. Die Jugend der 80er war laut, war bewusst, hatte Haltung, hatte auch kein Problem, sie zu zeigen, mit all den Konsequenzen. Und sie waren viel, viel älter und erwachsener als die Teenies heute. Welche Pläne haben Sie nun, nachdem die Häuser besetzt sind? Wir wollen erreichen, dass diese Häuser in Selbstverwaltung von uns bewohnt werden können. Hier sind also ca. 60 Zimmer in diesen Häusern. Es könnten also ca. 40, 50 Leute hier wohnen. Also es ist nicht gesetzlich konform, aber er steht da mit einer Attitüde. Das ist sehr korrekt, was ich sage. Ich bin der behördliche Sprecher für den Wohnungsbesetzungsbau. Ich bin der Bürgermeister dieser Besetzungsgruppe. Wenn ich auch Sie demnächst hier bei mir im Haus besuchen und beglückwünschen dürfte. Entschuldigung, es stehen 60 Wohnungen leer, kann ich da reingehen? Ja? Das ist ja übrigens ein totales Manngehabe. Entschuldigung, da steht da leer. Zieh ich ein. Was ist das denn? Irre Zeit, dass sowas möglich ist überhaupt, oder? Wahnsinn. Aber nicht nur in Berlin sind wir Jugendliche damals auf die Straße gegangen. Auch in Köln. Hier wird für 49 Tage die alte Stollwerkfabrik in der Südstadt besetzt, um einen Abriss zu verhindern. Bürger gegen Bullen und Bagger gegen Bürger. Ich habe schon erwähnt, als Jugendlicher in den 80ern hat man es nicht immer leicht gehabt. Ich habe mich, was ich fairerweise sagen muss, doch immer ein bisschen da rausgehalten. Vielleicht war ich ein bisschen zu ängstlich. Der lange steht, der lange steht. Ja, wenn ihr wollt, dass das Stollwerk noch lange steht. Mach mit, sonst ist es zu spät. Überleg mal, du musst da abhängen. Das ist fast so ein bisschen wie im Hambacher Forst unter Bedingungen, wo du sagst, boah, hier funktioniert ja eigentlich gar nichts mehr auf engem Raum. Aber die hatten ja Bock darauf, sozusagen auch ein politisches Statement zu setzen. Es ging ja darum, sozusagen zu sagen, so kann das nicht weitergehen. Richtig. Da hat Bravo auch drüber berichtet, auch über die Thematik, um was geht's denn da irgendwie, ja, und natürlich BAP war auch ein Bravo-Thema, ja, Wolfgang Niedecken und BAP, die waren da, waren im Bravo, ja, gar keine Frage, ne, das war ein großer Star, er war ja die Stimme dieser Bewegung letztendlich. Ne? So, hey, an der Stelle jetzt hier muss ich aber wirklich ins Wissen, muss ich wirklich einmal wissen, wer absolut kein Kölsch kann, ich meine, wer kann kein Kölsch verstehen, trinke mir nicht. Ich kann Kölsch nicht verstehen, nein. Ist das denn Südkölner Slang, dieses Kölsch? Oder wieso? Wieso eigentlich? Was soll das eigentlich? Warum kein Deutsch? Euch tue ich das jetzt ein bisschen erklären, und zwar folgendermaßen. Wo wir herkommen in Köln, das ist die Südstadt. Und da wird momentan ziemlich rasiert, saniert. Und wie man das finge, wenn die da sanieren, die Art und Weise, wie die sanieren, die Finden wir bedrissen, das heißt auf Hochdeutsch, das können wir nicht gut heißen. Finden wir bedrissen, nicht gut heißen. Ah, ja. Das ist sehr schön. Das ist charmant formuliert. Ich weiß noch ganz genau, wie alles anfängt. Wie der Schmur und der Klüngel losging. Singt er, was ein ESC passiert. Das Resultat sind jetzt die Bagger, der städtische Bordrüstungsmacker. Und ich sag so,
das ist auch irgendwie alles nicht meins. Das ist so, ich kann das nicht. Ich kann die Sachen nicht besetzen. Ich will das auch nicht. Ich will auch nicht, dass dann die Polizei vermummt da reinläuft und ich dann Steine schmeißen muss und so. Nee. Nee, ich bin dann eher ein Mädchen, schickes Mädchen, die so ein bisschen hübsch sein möchte. Okay, bei Bab haben ja auch nur Jungs mitgemacht. Hoffentlich immer mehr, denn nur so alle Mäuse um. Es war auch total ehrlich und authentisch von ihm. Und es hat einem als Gesamtpaket und als Haltung mir jedenfalls durchaus gefallen und imponiert. Gibt es diese Fabrik noch, die besetzte? Wie ist die Geschichte ausgegangen? Oh nee. Oh nee. Doch, leider schon. Okay, ganz schön aufregend, die 80er. Und so geht es auch weiter. Denn während die einen von uns laut auf der Straße protestieren, sind die anderen in einem ganz anderen Fieber. Und? Schon jemand eine Idee? Woohoo! Oh, ich kriege Michael Jackson vielleicht? Ja, darauf sind wir in den 80ern richtig abgefahren. Michael Jackson Mania. Plötzlich einen Mann so getanzt hat und sich so, das war ja super. Also wie der da so runterkam und ganz am Anfang des Taxis, das Schlagzeug so ganz tight und er da so schnicki-schnack. Ja, schnicki-schnack und wir flippen komplett aus. Ich damals übrigens auch. Glücklich, wer den King of Pop noch live gesehen hat. Und natürlich, woran ich mich erinnere, ist Michael Jackson 88 in Gelsenkirchen. Und ich glaube, ich sah auch so aus. Wo ich so eine unsägliche Batikhose anhabe. Eine bunt gefleckte Batikhose mit einem Michael Jackson T-Shirt und darüber eine schwarze Bomberjacke. Das war so der erste Live-Berührungspunkt, den man hatte mit ihm. Und da hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich mit diesem Megastar, der da auf der Bühne abgeht, später mal hautnah zusammenarbeiten werde. Ich war bei Videodrehs in Rio de Janeiro, in Los Angeles. Ich war mit ihm bei Wetten, dass in Duisburg damals. Ja, es war ein Riesending. Und habe ihn also hautnah erlebt und tolle Erlebnisse und tolle Eindrücke von ihm auch bekommen. Deshalb kommen wir an diesem Stück Kulturgeschichte auch nicht vorbei. Diskussionen hin oder her. Michael Jackson ist unser Idol in den 80ern. Seine Videos revolutionär. Und alle wollen damals so tanzen können. Michael Jackson in dieser ganzen Konzeption, Musik, Video, Licht, Wahnsinn. Alle haben doch versucht, die Moves nachzumachen und nachzustudieren. Ja, das und das stimmt. Ging natürlich erst mit den Videos. Und die Videos, die können wir in den 80ern dann hier schauen. Noch so eine Revolution, die 1983 in unser Leben rauscht. Eine visuelle Explosion. Musikfernsehen. Der WDR schenkt uns die Sendung Formel 1. Die allererste Sendung, die Videoclips zeigt. Wahnsinn. Auch wenn der Anfang noch etwas holprig ist. Hallo, schönen guten Abend zur Formel 1. Hier ist endlich die Premiere. Hat ja lang genug gedauert, jetzt ist sie da. Ihr wisst sicherlich schon eine ganze Menge, aber eigentlich sollte ja hier ein Dackel sitzen im neuen Trend des Tieres. Aber der Produktion waren dann die Hundesteuern zu teuer und so haben sie mich genommen. Ich bin der Peter, also schönen guten Abend. Das ist doch kein Moderieren. Technisch wirklich durchgefallen, aber egal, weil er hat Formel 1 moderiert. Genau. Peter Illmann ist als Erster in unser Zimmer gefallen. Sollte man wenigstens was da drüber haben. Jetzt haben wir neben den vielen Affen im Fernsehen auch noch einen im Weltraum. Disco, Funk und Rock. Herbie hat auf alles Bock. Das war Fernsehen für uns. Das war also wirklich, wir wurden im Fernsehen ernst genommen. Und da gab es Typen, die haben, also Weltbands, die haben plötzlich ihre Da kriegt Hits. Er jetzt noch eine Gänsehaut. Na wirklich, die haben die verfilmt. Und wir konnten das gucken. Das war, keine Sau kannte MTV oder so. Das kam da quasi erst mit auf. Und wir waren ganz weit vorne. Deshalb auch einmal in der Woche Glotze an.
Das ist Pflicht. Und dann die volle Dröhnung Videoclips. War ich 14 und schon voll Musikfreak. Also, natürlich haben wir Formel 1 geguckt. Wir haben es nicht nur geguckt, es war quasi eine Ersatzreligion für uns. Ja, Formel 1 musste man damals schauen, das ist ganz klar. Das war die Bravo im Bewegtbild, wenn man so will. Und das lag auch an den coolen Moderatoren. Als die Leute damals sagten, Lück, du hast Abitur, du siehst gut aus, willst du nicht Ansager werden, habe ich spontan Ja gesagt. Was so 10 Jahre vorher, ich glaube, Ilja Richter gemacht hat, hat Ingolf Lück dann sozusagen bei Formel 1 viel cooler gemacht. Wir finden das damals super cool. Einige Künstler wahrscheinlich weniger. Vor allem Modern Talking, denn um diese Band ist auch Formel 1 damals einfach nicht rumgekommen. I'll be holding you forever. Wenn das lief, sind die Leute, mit denen ich zu tun hatte, aufs Klo gegangen. Oder was trinken gegangen. Oder haben den Kopf in die Bohle gesteckt oder so. Entschuldigung, das ist schon geil. Also ich finde immer, dass wir alle sagen Modern Talking. Und dann darf man, es ist doch geil. Ist doch super, es sind Mega-Hits gewesen. Entschuldigung, liegt meine Schleife noch. Mega-Hits, Modern Talking, wunderbar. Ich muss nicht der größte Bohlen-Fan sein, aber das ist wunderbar. Und der Herr Anders hat eine geile Stimme und dieses Nora-Kettchen, ich meine, das habe ich in der Bravo alles verfolgt. Ja, Jugendzeitschriften damals. Ein Muss für uns in den 80ern. Unser Instagram, unsere Quelle für alles. Und dann gerne auch Modern Talking auf dem Titel. Für Bravo war Modern Talking natürlich lebenswichtig. Ja. Bravo war mit Reporterteam bei der Hochzeit von Thomas Anders dabei. Die waren Backstage, ja, haben die großen Geschichten gemacht, die schicken Ballonseide-Anzüge fotografiert und die Frisuren und die Nora-Kette, ne, also alles, was dazugehört. Ich habe sie geschrieben, letzte Woche erst habe ich die neue Single und LP gekauft. Die sind wirklich super, mit 5 U. Auch sammle ich jeden kleinsten Schnipsel, den ich von dir finden kann. Das Einzige, was noch fehlt in meiner großen Sammlung, ist ein Autogramm von dir. Das ist natürlich großartig. Da könnte ich heute noch, ich glaube, da könnte ich sofort wieder die Bravo kaufen. Ja? Bravo war natürlich der Klassiker, das Centerfold zum Ausklappen. Das war dann richtig. Nein, Quatsch, das war natürlich Starfelt. Oh, richtig, riech mal das alte Papier. Oh, das war, riecht noch so schön. Die lagen bei mir so im Regal. Wo ist Dr. Sommer? Das waren die wichtigsten Fragen, wenn wir so im Jungenzimmer, im Jugendlager dann geguckt haben, was für spannende Fragen es gab. Bravo war immer viel mehr wie nur ein buntes Popblättchen. Ja, das wird oft verkannt, meiner Meinung nach. Ja, also es wird ja landläufig immer so gern als Pickel- und Pop-Postille dargestellt. Ja. Aber Bravo hat sich politisch auch eingemischt. Also man hat auch über Homosexualität berichtet, damals schon. Ja. Man hat über AIDS berichtet. Ja. Also all das war in Bravo drin. Das vergessen manche, glaube ich. Auf keinen Fall vergessen wir das. Schließlich haben wir uns zu Hause in unserem Zimmer so über die wichtigsten Themen informiert. Und die sind in den 80ern auch durchaus schwierig gewesen. Ist AIDS wirklich eine Zeitbombe oder doch nur eine Mücke, die sich langsam zu einem Elefanten auswächst? Den Bombeneindruck bekommt der unbefangene Leser besonders leicht durch Publikationen dieser Art und ihre reißerischen Überschriften. Mitte der 80er müssen wir uns plötzlich mit einer Krankheit auseinandersetzen, von der wir vorher noch nie etwas gehört hatten. Allgemeine Unwissenheit bei Jung und Alt damals. AIDS? Ja. What is that? Keine Ahnung. Nee. Da habe ich keine Angst. Wieso? Ich bin verheiratet.
Ja, ich habe Angst vor der Seuche, dass es sich zu einer Volksseuche entwickelt. Also wir sind damit groß geworden, das ist eine ganz schlimme Krankheit und jeder stirbt, wenn er sich ansteckt. Also steck dich bitte nicht an, das kannst du verhindern, indem du ein Kondom benutzt. Ich sag's dir, so vielfältig und interessant die 80er waren, es war auch ein scary Jahrzehnt. Also wir wurden da als junge Menschen wirklich geprüft. Vielleicht haben wir deswegen so einen starkes Rückgrat. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt war, dass als Rock Hudson gestorben ist. Weil man so als junger Mensch, der ihn so aus den Filmen mit Doris Day kannte, das so gar nicht mit ihm verbunden hat. Also, und auch, dass einem nicht klar war, dass er schwul war und alles. Und das hat, glaube ich, für viele so eine Tür geöffnet, um sich da jenseits der Klischees mit zu beschäftigen. Und dass es so richtig in die Alltagsdiskussion eingedrungen ist. War ja alles sehr diffus irgendwie, was so den Informationsfluss anging. Man wusste erst gar nicht, ja, wenn ich dem jetzt einem Infizierten die Hand schüttle, habe ich es dann auch. Man wusste es alles nicht, ne? Da war also ganz wichtig Aufklärung, ja. Da hat auch Bravo dann wieder ihren Teil dazu beigetragen. Wir haben Stories gemacht, es gab Leserbriefe wurden beantwortet, ja. Und man hat da versucht, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, was bitter nötig war, ja. Und es ging ja auch eine Angst um damals, ja. Und erst dann kam ja das Thema Safe Sex auf und so weiter, ja. Viele Jugendzeitschriften leisten damals Aufklärungshilfe. Safe Love heißt zum Beispiel die Kampagne der Bravo, die uns klar und deutlich sagt, benutzt ein Kondom, wenn ihr Sex habt. Das Kondom hat ja da seine Hochkonjunktur erfahren. Ja? Auch dann wurden ja auch diese ganzen Läden aufgemacht. Ich möchte sagen, ich habe im ersten Kondomi in Düsseldorf gearbeitet mit 15. Dann wurde ich 16 und habe Kondome verkauft und fand das natürlich total schick. Und es war der coolste Nebenjob, den man haben konnte. Aber es war natürlich auch wichtig. Und es hat so Kondomi damals, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt in Köln, das hat sozusagen dieses Kondom aus der Schmuddelwelt geholt. Man muss halt nur drüber reden. Und man muss halt so coole Kampagnen machen, wirklich mit der zielgruppenrelevanten Prominenz. Ja, Hertha, was kosten die Kondome? Brauchst mir gar nicht zeigen, ich weiß Bescheid. Na, wirklich? Danke. Tina, was kosten die Kondome? Mit Heller von Sinn. Ja! Ja. Tina, was kosten die Kondome? 3,99. Nein, 2,99. Die sind im Sonderangebot. Also 4 Kondome für 2,99 Mark? Gutes Angebot. Der Gentleman schweigt. Kondome schützen. Genau so muss es sein. Ne? Und genau an den Spot kann ich mich natürlich auch erinnern. Die deutsche Gesellschaft hat zum ersten Mal so mitbekommen, ah, okay, das ist tatsächlich ein großes Thema. Und für alle. Und für das war das Wichtige. Ne? Es ist ein breiten wirksames Thema und betrifft eben nicht nur eine Nische oder ein paar wenige, sondern alle sind in dem Moment betroffen. Ganz genau. Alle müssen sich schützen. Nur wissen wir das in den 80ern noch nicht wirklich so genau. Wie die Stimmen aus einer Kölner Diskothek auch eindeutig zeigen. Oh Mann, sind wir naiv gewesen. Nee, also ich würde da gar nicht dran denken, irgendwie ihn zu fragen, ob er AIDS hat oder ich weiß, na, würde ich eigentlich nicht. Also ich meine... Ich finde es irgendwie selbstverständlich, dass er jetzt kein AIDS hat. Also, ich meine, für mich ist das ganz normal. Ich weiß auch nicht. Wenn man es überhaupt erklären muss, ich habe es eigentlich noch nie erklären müssen, warum ich ihn benutze, weil eigentlich jedes Mädchen relativ gut aufgeklärt ist. So habe ich die Erfahrung gemacht. Und selbst wenn sie dann fragt, warum ich das tue, dann sage ich ihr, das ist ein Schutz für dich, das ist ein Schutz für mich. Keiner muss es haben, aber einer von uns beiden kann es haben. Und dann wird der andere automatisch dagegen geschützt. Das ist das gegenseitige Schutz. Aber was wichtig ist für die Jungs, lernt, kauft euch ein 100er Pack Kondome und lernt das zu Hause alleine unter der Decke im Dunkeln drüber zu ziehen. Das finde ich ganz wichtig. Das finde ich das Wichtigste überhaupt, dass du das im Schlaf kannst als Mann.
Das muss ich jetzt mal sagen, wirklich. Und das Reservoir zuhalten, sonst platzt es nämlich vielleicht. Es muss halt irgendwie ins Liebesspiel eingebaut werden, das ist ja kein Problem. Wenn ein Mädchen ein bisschen Fantasie hat, dann kann man das auch ganz gut einbauen, ohne dass es stört. Was hältst du davon, wenn wir jetzt ein bisschen Musik spielen? Machen wir. Udo Lindenberg mit seinen 98 Luftballons passt super zu dem Thema. Hast du etwas Zeit für mich? Ohne Gummi mach ich's nicht. Nur mit 98 Luftballons, blaue Zügel und auch Francs. Ich geh so gern mit dir ins Bett, aber bitte kein russisches Roulette. Ich möchte sehr gern noch weiterleben und darum sage ich dir. Nee, ist nicht euer Ernst. Okay, das ist tatsächlich an mir vorbeigegangen. Oder ich war dann schon weg, ich weiß es nicht. Ohne Gummi geht da nichts. Ist ja geil, super. Ja, es gibt keinen besseren dafür als Udo Lindenberg. Und immer wieder ein Beweis dafür, dass man eine Menge erreichen kann, wenn man nicht nur die richtigen Galionsfiguren hat, sondern die Sache auch beim ernsten Thema mit ein bisschen Humor aufzieht. Ich möchte so gern noch weiterleben. Und darum 98 Lustballon. Okay, wir stellen fest, trotz schwieriger Themen haben wir den 80ern auf keinen Fall den Spaß aus den Ohren verloren. Was auch an einem ganz bestimmten musikalischen Phänomen gelegen hat. Denn plötzlich rollt eine Welle durch unser Land. Eine neue deutsche Welle. So muss neue Welle sein und es geht ab. Sie sitzen gut, mein Schatz, aha. Da, da, aha. Da, da, da. Ich finde die neue deutsche Welle eigentlich ganz gut, bloß ab und zu ist sie zu primitiv gemacht. Echt? Und bei denen ist das einfach ganz cool. Das ist nicht so kompliziert, wie andere Gruppen sind. Lager explodieren, Schuld ist der Präsident, das geht voran. Die ist so kommerziell Macht für die breite Öffentlichkeit. Neue deutsche Welle-Songs, das war echt eine coole Zeit. Wirklich. Also da war, alle sangen plötzlich Deutsch. Also ich meine, vorher kannten wir nur englische Songs. Mhm. Und auf einmal kommen die mit Deutsch um die Ecke. Und das war cool. Also nicht peinlich berührter Schlager, sondern es war coole Musik. Und sie ist damals die Königin der coolen Musik. Gabriele Susanne Kerner aus Hagen. Hier ist Nina. Ich hab heute Das ist natürlich super. Ich möchte auch noch mal, ich kaufe mir jetzt diese Armbänder. Ich habe sie getragen, diese Schweißbänder. Ja, schmeiß mal her. Ja, genau so. So, wieder Musik ab. Ich bin total verwirrt. Ich werde verrückt, wenn es soll passieren. Nena bei Musikladen im roten Ledermini, das habe ich live verfolgt damals, nur geträumt. Und da war man natürlich schon so ein bisschen verliebt. Die war sehr sexy. Wer so 15, 16 und heterosexuell war und speziell jetzt diesen Clip gesehen hat, der ging gar nicht anders. Du musstest in Nena verknallt sein oder auf sie scharf sein. Stimmt, das gilt auch für mich damals. Ja, Nena finden Mädels und Jungs gut. Deshalb landet sie auch einen Hit nach dem nächsten. Nummer 1 in England und Platz 2 in Amerika. Wahnsinn, diese Frau. Und wie fühlt man sich da so als deutsche Gruppe? Also, wir sind natürlich völlig glücklich. Aber du musst erstmal drüber schlafen, weil die Ereignisse, die überschlagen sich. Mhm. Ne? Wir haben zwar schon gefeiert gestern und so, aber ich glaube, die richtige Freude, die kommt erst jetzt mal, wenn wir wieder hier sind. Mhm. Also, wir hoffen, dass wir auch ein paar Türen öffnen für andere deutsche Bands. Und somit wollen wir halt unseren Erfolg irgendwie auch ein bisschen teilen. Der Superstar, muss man einfach sagen, dieser Bewegung. Nena hat einfach Meilensteine gesetzt. Musikalisch, von den Klamotten, von der Art zu tanzen, die war Weltklasse. Und so sorgt Nena dafür, dass eine kleine Stadt im Westen zur Keimzelle der neuen deutschen Musik wird. Komm nach Hagen, wer der Popstar, mach dein Glück,
Komm nach Hagen, werde Popstar, fordert die Gruppe Extra Breit die Zuhörer auf. Die Stadt Hagen gilt als ein weiterer Ausgangspunkt für die neue Ruhrgebietswelle. Vielfalt und Fantasie dokumentieren sich unter anderem in den schillernden Namen der Bands und deren Songtitel. Also manchmal denkt man sich so, warum? Wie entsteht sowas? Hagen? Also Hagen ist einfach nur die Stadt, wo Nena herkommt und Extra Breit. Ganz genau. Eine Band, die für den Punk in der neuen deutschen Welle steht. Die haben es ja nun richtig krachen lassen. Und da konnte man sich schon mit identifizieren. Die Polizei! Eine Band, die Glück hatte, ist die Gruppe Extra Breit. Von Hagen aus gelang der Sprung zur überregionalen Spitzenband. Kai Hawaii, der Frontmann von Extra Breit, hier in Hagen, wo vor 41 Jahren alles begann. Die 80er bedeuteten für mich, anything goes, alles geht, alles ist möglich. So ist es ja auch gewesen in den 80ern. Plötzlich stehen bis dato unbekannte Bands an der Spitze der Charts und sorgen dafür, dass die ganze Republik auf den Pott schaut. Fühlt sich Extra Breit noch mit dem Ruhrgebiet verbunden? Was hat Ihre Musik noch mit dem Revier zu tun? Wir haben damit zu tun, weil wir nach wie vor hier leben und weil ich glaube, auch viel von den Themen, die wir behandeln, vor allen Dingen die Art, wie wir sie behandeln, also unsere Art von Texten oder Humor oder was weiß ich, bestimmt ganz stark geprägt sind durch die Atmosphäre hier in der Stadt und in dieser Region. Es ist keine Szene, keine Innenszene, nichts besonders Attraktives und Weltstädtisches wie, was weiß ich, Berlin oder Hamburg oder irgend sowas, sondern es ist einfach unheimlich trivial und provinziell. Und so sind wir auch. Ja, wenn ich das jetzt so sehe, es war ja was, auf jeden Fall was Wahres dran. Also diese Unbefangenheit, mit der wir hier gemacht haben uns auch nicht darum gekümmert haben, was jetzt gerade nun am allerhipsten oder am allercoolsten ist, wie man das vielleicht in den Metropolen gemacht hat. Das hatte schon eine Bedeutung. Wir waren sehr, sehr unbekümmert bei der Sache, eben weil wir aus der Provinz waren, haben gesagt, wir machen hier unser Ding, wir sind anders als die in Berlin und in Hamburg und da waren wir auch stolz drauf. Unbefangenheit ist genau das richtige Stichwort. Wenn man die Regeln nicht kennt, dann kann man sie gar nicht brechen, man weder brechen noch befolgen. Und dann macht man einfach. Und das ist schon eine Haltung, die bei uns in der Gegend sehr verbreitet ist. Wir machen einfach, lass nicht dumm drüber herlabern, sondern mach einfach. Und da hat Extra Breit offenbar eine Menge von mitbekommen. Ja, Extra Breit war natürlich die coolste Band Deutschlands, ja, muss man ganz klar sagen. Ja, die waren auch jede Woche im Bravo. Ja, die habe ich dann auch noch gelesen zu den Kiss- und AC/DC-Artikeln. Ja, dann habe ich immer Extra Breit war auch noch im Programm, ja, mit Polizisten, Flieger, grüß mir die Sonne. Hurra, hurra, die Schule brennt. Ich meine, mehr geht ja nicht. Ne? Also die waren einfach cool. Die kleine Mädchen. Damals einfach gut in die Zeit. Als er veröffentlicht wurde und Hit wurde, war er ja schon 2 Jahre alt. Für uns war es eigentlich ein alter Hut schon. Aber 1982, als dieses etwas schnellere Abtempo mit ein bisschen flockigen Texten sehr in war, passte das unheimlich gut in die Landschaft. Und natürlich war es auch eben halt eine Schülerhymne. Also in welchem Ausmaß das dann eine wurde, das können wir uns noch nicht vorstellen, als wir das gemacht haben. Wir waren ja mehr eine Szene-Band für Insider. Aber dann wurde es wirklich eine ganz große Sache. Und klar, dass Teenager und Kids auf den Text steil gegangen sind,
Gut, das kann man irgendwie nachvollziehen. In gewisser Weise ist es vielleicht unser Schools Out. Ja? Alice Cooper hat das Schools Out. Wir hatten Hurra, Hurra, die Schule. Und sie singen, das ist geil, das ist geil. Hurra, Hurra, die Schule brennt. Die Botschaft war einfach frech sein, kritisch sein, aufmüpfig sein, sich von Autoritäten nicht einschüchtern lassen, seinen eigenen Weg finden, die Freiheit leben, soweit das eben überhaupt in dem engen Rahmen dieser Stadt möglich war. Man hat ständig versucht, Grenzen zu erweitern. Und ja, dafür hat eben sehr die Band gestanden und ich glaube, das hat man auch uns gut gefunden. Mein Fazit zu den 80ern, das war die geilste Zeit. Mehr kann man nicht dazu sagen. Und diesen geilen Sound können wir plötzlich mitnehmen. An beiden Enden ein Schaumstoffknöpfchen, eine Schnur und ein kleines Abspielgerät. Und fertig ist die neue Lebensart. Wollen wir über den Walkman reden? Oh! Weißt noch, wie der geleiert hat, wenn die Batterie leer wurde? Musik to go! Ja. Ist ja gut, Sven. Wir verstehen dich komplett. Denn dieses historische Dokument belegt eindeutig, weshalb die Erfindung des Walkman dringend notwendig gewesen ist. Jetzt vom Rollschuh-Tanz. Der erste Walkman in den 80ern, ja, das war eine Sensation, ja, dass man da quasi durch die Straßen gehen konnte oder auf Rollerskates cruisen konnte und dann die Musik dabei. Oh ja, haben wir uns lässig gefühlt mit unserem Soundtrack im Ohr. 1979 kommt der erste Walkman auf den Markt und wir lieben ihn sofort. Trotzdem muss das Fernsehen die Technik erst einmal erklären. So schaukeln, joggen und radeln sie durch die Gegend. Altersgrenzen gibt es für die Walkman nicht. Übrigens ein Begriff, den sich eine japanische Firma urheberrechtlich hat schützen lassen. Von Sony war der übrigens der erste. Und das war das erste Mal. Und das war dann einfach wow. Und dafür wurde gespart. Geburtstag, Weihnachten, alles zusammen. Bitte Mama, ich will einen Walkman. Den Walkman habe ich 1981 in Singapur gekriegt, auf dem Flug nach Australien von meiner Mutter als Geburtstagsgeschenk. Mensch, Elena, dann gehörtest du definitiv zu den Coolen im Klassenzimmer. Denn wer Anfang der 80er einen Walkman am Start hat, ist ganz weit vorne. Die Ohrwürmer der Schlagerindustrie, die mittels Walkman lautstark in die Gehörgänge geschickt werden, machen aus Bücherwürmer überzeugte Walkman-Fans. Ich hatte damals extra eine Funktion. Das war dann ein etwas teurerer Walkman, aber damit konnte man joggen gehen. Dann wurde das nicht so geschüttelt. Ach so. Oh, cool. Walkman war natürlich... Das war eine der wichtigsten Erfindungen überhaupt. Du kannst die Musik überall mit hinnehmen. Du kannst vor allem dein Leben angucken wie ein Film. Ne? Ich habe mir das haben glaube ich viele gemacht. Du bist durch die Straßen gelaufen und du hast nichts mehr gehört, sondern nur gesehen und die Tonspur darunter war der Soundtrack zu deinem eigenen Film. Ja, ganz schön verrückt die 80er. Wenn wir damals auffallen wollen, fahren wir einfach Straßenbahn und hören dabei Walkman. Das ist dem WDR dann sogar einen Beitrag wert. Martin, der Walkman, ist das für dich eine Flucht aus der Wirklichkeit? Nein, bestimmt nicht. Im Gegenteil, lässt sich die Wirklichkeit noch viel besser genießen. Kannst du mal beschreiben, was da bei dir abläuft, wenn du mit dem Walkman meinetwegen U-Bahn fährst oder durch die Stadt gehst? Ich habe einen Soundtrack zu dem, was ich sehe. Ich kann versuchen, das, was ich höre, die akustische Wahrnehmung, die optische Wahrnehmung zu synchronisieren. Versuchen, einen Sinnzusammenhang dazwischen herzustellen. Verrückt, was so ein Walkman damals für Gedanken auslöst. Dabei können die Gründe, ihn mitzunehmen, doch auch so viel einfacher sein. Ich gehe jetzt in Urlaub, da kann ich den Plattenspieler mitnehmen. Dann kann ich nur meinen kleinen Kassettenrekorder mitnehmen, deswegen kaufe ich mir eine Kassette. Was ist das? Ihr Kinderlein kommt und schaut, das ist eine Kassette. Man muss es aufklappen, man legt es an, man schaut natürlich, wo ist der Tonkopf. Man legt es ein, man schließt es und drückt auf Play.
Paola, Onkel Felix wären Schweizer Garde. Vorher würde ich gerne wissen, ob sie Spaß verstehen. Sie müssen 48 Stunden ihre Show ansehen. Das habe ich sehr geliebt. Wir auch, Elena. Und so tanzen wir uns alle mit unserem ganz persönlichen Soundtrack durch die 80er. Wo wir natürlich auch ziemlich viele Hobbys haben. Und die Coolen cruisen damals hiermit durch die Welt. Start Nummer 3. Vor rund 7 Jahren schwappte sie aus den USA zu uns hinüber. Die Skateboard- und Rollerskate-Welle. War natürlich der heiße Scheiß damals, Anfang der 80er. Ich erinnere mich, ich glaube 82 bin ich hier in Köln auf der Domplatte rumgecruised. Das war nicht mein Ding. Also da konnte ich auch nicht so richtig mit umgehen. Ich finde, das sieht toll aus und er hat ja auch, zieht ja eine ganze Kultur, quasi Subkultur nach sich, aber war nicht mein Ding. Ganz ungefährlich ist die Sache nicht, denn wer fällt, fällt ziemlich hart. Die Hochburg der bundesdeutschen Skateboard- und Rollerskate-Szene ist Münster. Und das dank ihm. Bühne frei für The Lord of the Boards. Oder besser gesagt, den Vater der deutschen Skateboard-Szene. Gestatten? Titus Dittmann aus Münster. Auch so ein Held in den 80ern. Nein, wirklich? Also Titus Kane, ich dachte, Titus ist amerikanisch. Hör auf! Das war das Ding, der Schrift. Da gab es ganz viele Aufkleber und sowas. Wurde gesprayt, das war doch das Ding. Und die Jungs sind es ja ganz viel gefahren, war ja ganz wichtig, Skaten und so. Er hat quasi das Skaten, also das Skateboard nach Deutschland gebracht. Es kam natürlich aus Amerika und es wurde sehr gut angenommen. Stimmt, genau. Plötzlich ist das eher beschauliche Münster der Treffpunkt aller Skate-Verrückten. Titus Dittmann infiziert alle mit dem Skateboard-Virus, baut aus dem Nichts ein Unternehmen auf. Hängt dafür sogar seinen Lehrerjob an den Nagel. Ja, in den rebellischen 80ern ist ständig was los. Ja, mein Name ist Titus Dittmann und inzwischen über 70 Jahre alt. Aber die 80er Jahre, wo ich mal gerade über 30 war, oder schon, das waren die wichtigsten Sozialisationsjahre meines Lebens. Und das liegt nur an diesem Skateboarden. Und da ist riesig was draus geworden. Das Skateboarden hat mich stark gemacht und ich durfte dann mit dieser Stärke das Skateboarden stark machen. Ja, wie geil. Da strahlt das aus, was wir gefühlt haben. Wir haben gedacht, dass wir die Welt neu erfinden mit unserem Skateboarden. Und deswegen waren wir so gut drauf, deswegen waren wir so stark. Und einfach schön, das nochmal zu sehen. Für mich ist ganz wichtig, die alten Sachen hin und wieder nochmal zu sehen, weil damals war mir nichts bewusst. Das war ja alles normal. Aus heutiger Sicht weiß ich erstmal, was da passiert ist. Dass wirklich eine komplette Generation sich irgendwie neu orientiert hat über das Skateboarden, selbstbewusst geworden ist. Und naja, das war ja schon fast so eine kleine Rebellion. Also, und das merkt man heute erst, was man bewegt hat. Und damals, ich war mittendrin, alles ganz normal. Und konnte gar nicht genug kommen. Das finde ich aber super, das könnte von mir sein. Der ist ja super Typ, oder? Ja, mega. Und der ist vor allem, mega ist jetzt auch übrigens ein neues Wort, das bringe ich jetzt, mache ich jetzt wahnsinnig gerne, man macht das jetzt mega. Der ist ja besser im Alter als jugendlich. Und ich würde gern wissen, ob er noch fährt. Elena, fragst du das jetzt wirklich? Titus ohne Skateboard? Niemals. Und die 80er Jahre über das Skateboarden haben mir den Mut gegeben, das, was ich eigentlich schon seit Kindesbeinen immer gerne gemacht habe, noch kräftiger an den Normen zu kratzen und zu fragen, ja, welche Normen, das sind ja nun mal alle Menschen gemacht, welche Normen sind überhaupt sinnvoll? Welche finde ich, ja, sinnvoll für eine Gesellschaft, damit eine Gesellschaft funktioniert? Und überhaupt diese ganzen Erkenntnisse und dieses Gefühl und meine Persönlichkeitsentwicklung, die haben in erster Linie in der 80er stattgefunden, dadurch, dass ich in diese Skateboard-Szene reingerutscht bin und eigentlich zu alt war und dadurch zum Leader geworden bin und die Aufgabe übernommen habe. Und dann ging das auf einmal eine Explosion an Persönlichkeitsbildung und geschäftlichem Erfolg. Guck ihn dir an. Guck dir das an. Eine coole Sache. Er ist sich auch treu geblieben. Er macht sein Leben lang. Das ist sein Leben. Und guck ihn dir
an. So möchte ich auch mit 70 aussehen. Naja, vielleicht ein bisschen weiblicher, aber wie jung er sich gehalten hat, ne? Es ist halt einfach die Liebe und die Leidenschaft für etwas. Und wenn nicht er wäre, dann ich bin begeistert. Deshalb gibt es das Unternehmen auch heute noch, fast 40 Jahre später. Was vor allem an Titus selbst liegt. Denn Skaten ist für ihn immer viel mehr als nur ein Sport. Das Erste, was Kinder und Jugendliche beim Skateboardfahren lernen, ist eigentlich das Wichtigste, was man im Leben lernen muss. Man muss immer einmal mehr aufstehen als hinfallen. Ansonsten ist das Leben nämlich vorbei. Und beim Skateboarden denkt man gar nicht darüber nach. Das ist das Höchste, glaube ich, was man in seinem Leben irgendwann spüren kann, dass man Menschen bewegt hat. Ja, die bewegten 80er. Und der Höhepunkt fehlt ja noch. Es war eine lange, kalte Zeit. Du wohntest nah und doch so weit. Du warst damals in der DDR. Und ich dachte, ey, wie schön das wäre, wenn die Mauer fällt. Ja, das wollen wir sehen. Unfassbar. Dieses rebellische Jahrzehnt erlebt noch eine der größten Rebellionen überhaupt für uns Deutsche. Denn in der DDR wollen die Menschen einfach nicht mehr so weitermachen. Die sind mutig auf die Straßen gegangen, die Jugendlichen in der DDR, und haben für ihre Freiheit und für ein wiedervereintes Deutschland gekämpft. Ich finde, das muss man sich auch jetzt gerade zum Jubiläum so bewusst machen, was das für eine Leistung war, welche Freiheit die sich erkämpft haben. In friedlich. Friedlich genommen und haben gesagt, wir brauchen das. Gesagt haben. Es sind immer die Jungen, die die Initiative ergreifen, weil sie um ihre Zukunft kämpfen. Auch deshalb passiert am 9. November 1989 das Unglaubliche. Der Fall der Berliner Mauer. Die Kapelle Rotata. Und der Papst war auch schon da. Und mein Nachbar vorne weg. 28 Jahre, das ist die Stunde. Freiheit. Ich glaube, dass ich jetzt hier bin. Ich wohne ein Jahr lang vor der Mauer und gucke sie mir ein Jahr lang an. Und darf jetzt mit einem Mal fahren, ja. Die hat mich angerufen nach der... Das ist ein wunderschöner Tag. Das war... boah. Da habe ich wirklich zu Hause gesessen und geweint, wie die da durchgefahren sind und sich gefreut haben und wie die Leute auf die Trabis gehauen haben von oben und wie Sektflaschen aufgemacht wurden. Die Emotionen der Leute, die damals von Osten einfach dann plötzlich die paar Meter, für die sie noch ein paar Tage vorher erschossen worden wären, rübergegangen sind. Ja, dieser Begriff Wahnsinn ist mittlerweile totgenudelt, aber ich glaube, was anderes wäre mir auch nicht eingefallen. Es war einfach Wahnsinn, weil man sich das überhaupt nicht vorstellen konnte. Alle, die von Freiheit träumen. Und so endet dieses Jahrzehnt in der Party aller Partys. Wieder vereint. So wie wir heute Abend hier. So ein emotionales Jahrzehnt. Und ich finde es immer so schön, wenn man zurückguckt, dann weiß man erst zu schätzen, was das für eine Leistung auch beinhaltet hat. 80er, ich wollte nicht in einem anderen Jahrzehnt Teenager sein. Danke dafür. Da will ich auch keine Sekunde missen. Das war eine sehr spannende, coole Zeit. Dem können wir uns nur anschließen. Danke, ihr mutigen und rebellischen 80er. Ist das Einzige, was zählt?